So, schön, dass du da bist. Heute wollen wir Dachwurz machen, also natürlich nicht machen, sondern verarbeiten. So, und jetzt habe ich dir schon drei gepflanzte Dinge mitgebracht und die stelle ich dir gleich vor. Zum Pflanzen ziehe ich eigentlich immer sehr gerne Handschuhe an, dann schont es ein bisschen meine Hände. Das Dachwurz, das weißt du wahrscheinlich, das heißt ja Semper Vivum und das ist ja immer lebend, weil man sagt, dass das Dachwurz auf jeden Fall unermüdlich ohne Pflege mit sehr wenig Wasser, viel Sonne klarkommt. So, und jetzt habe ich diese Kelle, das ist so eine ganz riesige für so eine Suppenkanone, habe ich mal von einem Koch bekommen, gibt es aber, glaube ich, auch im Internet für Großküchen zu kaufen. Die ist natürlich ganz genial, weil die muss ich überhaupt gar nicht pflegen. Das heißt, immer mal, wenn es regnet, dann läuft hier genügend Wasser rein und versorgt sich selbst. Du liebst Floristik? Und meine Floristik gefällt dir? Das ist wunderschön. Das freut mich sehr. Und genau für dich habe ich nämlich mein Monatsabo erfunden. In diesem Monatsabo lernst du die Floristik Schritt für Schritt genau von der Pike auf. Also jeden Monat kriegst du zwei wunderbare Werkstücke. Einmal eine kleine Floristik, die du auch eventuell mit Kindern oder Enkeln basteln kannst, die einfach so eingesammelt wird am Wegesrand. Und eine super große, geniale Floristik. Das heißt, du lernst wirklich Monat für Monat und bist am Ende Profi. Und das kannst du haben, indem du mein Monatsabo Blumige Zeit für dich abonnierst.